Heute möchte ich mal sprechen über Probleme, nämlich Probleme, die lohnen und Probleme, die überflüssig sind. Probleme, die lohnen, sind Probleme im Sinne von Aufgaben, aber nur, wenn der Aufgabensteller stimmt. Probleme, die nichtig sind, sind, ich schätze es grob, es ist meine subjektive Ansicht, vielleicht bin ich ungerecht, 99% und mehr der Probleme dieser Welt sind überflüssig. Die gäbe es gar nicht, wenn man Probleme als Aufgaben betrachten würde und der Auftraggeber stimmen würde. Die meisten Menschen laufen eben gottlos durch die Welt in einer zweifachen Hinsicht. Einerseits diese Atheisten, Agnostiker, die sagen, es gibt keinen Gott oder vielleicht gibt es einen Gott, für mich hat das keine Bedeutung. Und andererseits die vielen, die irgendwelche Abgötter haben, die zum Beispiel Buddha-Figuren anbeten, die sich auf Gebetsteppichen niederwerfen, um den Wüstengöttern Arabiens, die sich Allah nennen, zu huldigen, fünfmal am Tag Knechtschaft der Mächte der Welt, nennt Paulus das. Das ist nicht der richtige Auftraggeber für die Probleme, die lohnen. Die Probleme, die lohnen, die erhält man von Gott und man erhält gleichzeitig die Kraft der Lösung. Das heißt, man hat von Gott einen Auftrag und Gott weiß, dieser Mensch wird den Auftrag erfüllen und er wird daran wachsen. Das heißt, der wird für problematischere, schwierigere Aufträge tauglich. Gleichzeitig bekommt man auch eine Belohnung. Freude, Friede im Herzen von Gott. Man bekommt die Gewissheit, dass alles stimmt von Gott durch den Heiligen Geist. Wie geht das aber? Indem man Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, erhält man Vergebung der Sünden und erst dann ist man für den Heiligen Geist, für Gott tauglich. Gott hasst die Sünde und wir können aus eigener Kraft nicht die Sünde besiegen. Was wir brauchen, ist den Heiligen Geist. Vergebung der Sünden erlangen wir, indem wir Jesus Christus als Herrn und Retter annehmen. Dann werden unsere Sünden an das Kreuz verfrachtet und wir erhalten den Heiligen Geist. Er neutralisiert fortan unsere Sünden. Er ist auch unser Lehrer, sodass, wenn wir versagen, er uns zeigt, was wir falsch gemacht haben und was wir besser machen können. Und erst in ihm sind die Probleme sinnvoll, nämlich die Probleme, die er sich in der Welt gelöst wünscht und mit denen er uns beauftragt und für deren Lösung er uns die Kraft gibt, den Ort und die Zeit wirksam zu werden, nämlich in ihm, in seinem Heiligen Geist. Das versteht weder der Weltmensch, der Atheist, der Agnostiker, der Gott ablehnt, noch diese vielen Ungläubigen, die sich auf Gebetsteppichen niederwerfen oder die Götzenbilder anbeten, Buddha-Statuen anbeten, die verstehen nicht, was Gottes Geist ist, dass er der einzige nicht geschöpfliche Geist ist. Dass er sich nicht mittels Kultbildern, Menschengemachtem anbeten lässt. Geister, die sich mittels Kultbildern anbeten lassen, sind Geschöpfe. Die Wüstengötter Arabiens, die sich Allah nennen, oder diese ganzen Hindu-Götter, das sind Geschöpfe. Der eine wahre Gott, der Vater von Jesus Christus, er ist der einzige nicht geschöpfliche Geist. Gott ist Geist, hat Jesus gesagt. Johannes 4, 24, lies das mal. Der längste Dialog mit einer Frau in der Bibel und Jesus führt diesen Dialog. Johannes 4, lies das Kapitel, ich blende es dir unten ein. Mit einer Bibelempfehlung, meiner Meinung nach, die beste deutsche Bibelübersetzung der Zeit. Wenn du also Probleme willst, die sich lohnen, dann brauchst du den Heiligen Geist und den erhältst du, wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter annimmst, dann wird dein Lebensweg fruchtbar. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades, Sheol. Ganz am Ende findet die Auferstehung statt. Wenn Jesus Christus dein Herr und Retter war in der Zeit, weil du in einer kindlichen, echten, wahrhaftigen Herzensentscheidung ihn als Herrn und Retter angenommen hattest, dann stehst du in der Auferstehung
in einer ganz anderen Verfasstheit. Ein eigentümlicher Glanz umgibt dich, du trägst ein weißes Gewand und an diesem letzten Tag der Auferstehung gehst du in das Endgericht vor Gott und wirst hindurchgewunken. Du hast da nichts zu suchen, denn deine Sünden hängen am Kreuz. Da ist nichts mehr zu richten. Du wirst im weißen Gewand, im eigentümlichen Glanz hindurchgewunken durch das Endgericht in das Paradies, nachdem du in der Zeit durch den Heiligen Geist ein fruchtbares Leben geführt hattest, Probleme von Gott erhalten hattest, die sich gelohnt haben und all diese über 99% meiner Meinung nach überflüssigen Probleme an ihn abgegeben hast. Werft alle eure Sorgen auf ihn, schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Wirft deine Sorgen auf Gott, das geht aber nur, wenn er dein Herr ist. Und das geht nur, wenn Jesus Christus dein Herr ist. Nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Dann sehen wir uns wieder spätestens am Ende der Zeit im Paradies. Gottes Segen. Amen.